Der Waldhof im Anmarsch zum Kurpfalz-Derby in Sandhausen. Rund 3000 Buwe-Fans machten das auswärts zu einem halben Heimspiel. Die Waldhöfer konnten Unterstützung brauchen nach 9 Spielen ohne Sieg und als schlechteste Auswärtsmannschaft. Sandhausen direkt mit einem guten Auftakt. Burcu legt rüber für Elsayn. Zweite Minute, erste Chance. Elsayn mit viel Selbstvertrauen unterwegs nach seinem Doppelpack beim 2:1 in Essen gegen RWE. Jens Keller, 5 Ligaspiele in Sandhausen, 5-mal ohne Niederlage. Seine Mannschaft kam gut rein. Wieder Burcu, noch keine 5 Minuten rum. Burcu und Karpstein mit einer Monstergrätsche, mit einem tollen Tackling, richtig gut geklärt, und danach ballte er die Faust über seine Heldentat. Defensiv eine große Nummer. Rüdiger Rehm, seine Mannschaft früh unter Druck, konnte sich dann aber ein bisschen befreien. Freistoß und Segert. Es mangelte nur an Abschlüssen. Keine echte Torchance, auch nach einer guten halben Stunde für die Gäste. Das hier noch die beste Offensivszene. Aber sie hielten gleichwertig dagegen. Dann Sandhausen. Ball kommt zu Ben Balla und er nimmt ihn mit dem ersten Kontakt zum Traumtor. 38. Minute, 1:0 für den SV Sandhausen. Zweites Saisontor für Ben Balla und so ein wunderschönes. So ist das dann halt, wenn du im Keller stehst, dann fängst du dir so ein Ding. Keine Abwehrchance für Lucien Havriluk im Tor der Waldhöfer. Pausenstand 1:0 für die Gastgeber Hennings und Diekmeier, die verletzten Kollegen, happy über die Halbzeitführung. Zweiter Durchgang. Waldhof wieder gleichwertig, aber dann der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Tobias Welz. Jans beteuerte, ich habe ihn nicht berührt. Das war eine Schwalbe von Weig, war es aber nicht. Er traf ihn hier klar am Bein. Diesen Elfmeterpfiff gab es zu Recht. Keine Schwalbe. Elsayn, Doppelpack gegen Essen. Aber hier scheitert er an Havriluk in der 63. Minute. Gibt das jetzt moralisch einen Aufschwung für die Waldhöfer? Nein, Sandhausen blieb die bessere Mannschaft. Ben Balla und Segert klärte für seinen schon geschlagenen Torwart Havriluk ein paar Meter vor der Linie. Was heißt ein paar Meter? Einen Meter. Das Ding wäre drin gewesen. So blieb das Spiel eng. Was kommt von den Gästen? Sie spielten mit so manches Mal. Aber das hier war eigentlich die einzige Abschlusssituation, die einzige, wenn man so will, Torchance in der zweiten Hälfte durch den eingewechselten Herrmann. Schlussphase. Waldhof stand offen. Sandhausen kontert mit 4:2. Weig auf Evina. Evina, der kurze Haken und das 2:0. Havriluk überwunden. Evina 4 Minuten zuvor eingewechselt und dann schließt er hier ab als Joker-Tor, als Kontertor. Natürlich die Entscheidung, dieses 2:0 in der 84. Minute. Havriluk zum zweiten Mal überwunden, zum zweiten Mal ohne Chance. Damit war das Spiel entschieden, aber einen haben wir noch. Nachspielzeit 90+4. Masiewski, und auch der passte unhaltbar genau. Wieder streckte sich Havriluk und er hatte keine Chance. Masiewski in der ersten Hälfte für den verletzten Stolze eingewechselt. Also auch ein Joker-Tor. Dafür, dass die Waldhöfer über Phasen gut dagegen hielten, war das Ergebnis dann Ende dann reichlich hoch. Endstand 3:0 für den SVS Sandhausen, holt den dritten Sieg in Folge und bleibt obendran. Jubel im Huddle über 2 freie Tage. Heute können wir glücklich nach Hause gehen. Ich glaube, heute ist ein super Ergebnis auch für unsere Fans. Ganz, ganz wichtiges Spiel hier. Derby zu Hause. Und wenn du das natürlich 3:0 gewinnst, dann kann man schon sagen, dass das heute ja fast ein perfekter Tag ist. Das ist extrem bitter. Ich sage Ihnen ehrlich, das tut extrem weh. Das Wochenende ist, glaube ich, für jeden Waldhöfer gelaufen, ist für mich gelaufen, und das ist, ja, ist gerade sehr schmerzhaft.
Symbolisches Bild. Rüdiger Rehm steht im Regen, zehnmal sieglos und auf dem Abstiegsplatz. Abmarsch nach Mannheim. Tief enttäuschte Waldhof-Fans wanderten ab nach dem verlorenen Kurpfalz-Derby. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.